meine lieben Leute, meine lieben Freunde, wie auch immer. Beim letzten Mal haben wir gesehen, Karrueche ist aus der WWE ausgestiegen, beziehungsweise gefeuert worden. Wurde dann vom Cap Motion gefeuert und jetzt ist er wieder ganz am Boden im Prinzip. Tavish hat ihn aufgeholfen und wir kämpfen gerade in einem englischen Pub, wo uns Tavish, der Mann hier, reingebracht hat. Wir kämpfen da gerade im Turnier, haben den ersten Mann, Adrian Buck, letztes Mal besiegt. Und es geht, glaube ich, jetzt weiter. Hat Spiel Spaß gemacht, würde ich mal sagen. War nicht schlecht, mal was anderes. Ja, British Rules kann ich gleich nochmal erklären. Was wichtig ist, dass du lernst, deine Komfortzone. Und wenn das Match auch noch gewinnst, umso besser. Ich habe den letzten Match nicht gesehen. Mich haben ein paar Fans auf einen Pint eingeladen. Oh, die saufen. Er säuft auch einfach Bier. Egal, ich gehe noch mal eine Runde einladen. Lass viel Glück. Super, er gibt Bier saufen und wir sind im Ring am Kämpfen. Rein da, würde ich sagen. Da sind wir auch schon mal beim zweiten Kampf des Turniers. Karrueche hat hier sogar seine eigene Musik, das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Das können wir diesmal aber überspringen. Ach ja, ich wollte noch erzählen zum Thema British Rules. Das heißt, man darf nicht auf oberste Seil rauf in dem Match und man darf nicht aus dem Ring raus. Alter, was ist das für eine Maschine, ey. Digga, guckt ihn euch an. Er hat einfach alles an Muskeln und eine Glatze noch, das ist auch immer gefährlich. Guckt sein Nippel aber ein bisschen raus, nicht so schlimm auf beiden Seiten. Hals ist schon wieder ein bisschen trocken. Soll ich was trinken geben? Scheißegal, kriegen wir schon hin, ne? Ja, rein ins Match. Wir wollen gar nicht lange warten. Und den nächsten Sieg. Ach was. Oh, er gibt es schon Faust. Guck mal, seine Beine sind schon am Arsch. Seht ihr das? Weil wir schon ein Match gekämpft haben. Bei uns ist auch ein bisschen Leben schon weg. Trent Shaw. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Er hat sogar seine Kette noch einfach um hier, ey. Guck mal, er hat schon jetzt gelb. Jetzt schon gelb. Ich glaube, weil Karrueche seine Tritte haben wir... Beim letzten Mal, aber seine Schläge haben wir verstärkt beim letzten Mal. Was hat er jetzt denn? Was hat er jetzt denn vor, Alter? Hä? Digga! Hau mal ab, ey! Mit deinen komischen Sachen. Oha! Er macht einfach so einen Bro-Kick. Digga, was macht der? Er ist unnormal beweglich. Was ist das für ein Typ? Wir sind auch schon gelb. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir schon so angeschlagen allgemein waren. Vielleicht können wir den auch gleich schon mit einer Aufgabe zwingen. Mit so einem Aufgabegriff können wir gleich mal versuchen, auf dem Bau. Versuch's jetzt schon mal. Zack. Jetzt mach mal. Und dann muss ich, ist Rope Break. Kick, guck mal. Kick. Nee, schaffen wir noch nicht. Müssen wir lassen. Aber, wenn er rot ist, können wir das schaffen vielleicht. Nochmal rauf. Jawohl, ins Gesicht. Sehr gut. Heb ihn mal hoch. Der liegt da die ganze Zeit auf dem Boden, das nervt mich hier ab. Unnormal. Was der Karrueche jetzt macht. Oh, er kontert das. Oh, wie heißt der Typ eigentlich? Trent Shaw. Kennt man den irgendwoher? Hab den Namen auf jeden Fall noch nie gehört. Und wieder macht er das. Das reichen wir doch easy aus. Gleich haben wir schon unseren Big Boot. Den werden wir natürlich gleich zum Einsatz bringen, wenn wir... Ah, er rollt uns ein, okay. So nicht, mein Freund. Ja, ganz ehrlich, mit so einem billigen Trick doch nicht. Schon wieder, das müssen wir kontern, Mann. Das mit Ansage, dann pinnt er schon wieder. Den willst du verarschen, ey. Komm. Hau ihn in die Ecke, Mann, ganz ehrlich, ey. Nochmal. Jetzt komm hoch da. Komm hoch. Big Boot muss dir auch mal schmecken. Komm, jawohl. Benommen. Wir versuchen es mal. One. Two. Ah, kommt raus. Aber mit Widerstand, glaube ich, ne? Oder ohne Widerstand sogar. Gut, dann machen wir jetzt unseren Eckenfinisher. Spear gegen Trent Shaw. Ich hoffe nicht, dass er ihn kontert. Gib ihn! Er hat ihn gekontert. Und er hat selber einen Finisher jetzt. Das ist natürlich ärgerlich. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir ganz doll aufpassen. Jetzt können wir nochmal versuchen, ihn zur Aufgabe zu zwingen. Aber er kontert, ey. Mann. Was kommt jetzt? Ist das sein Finisher? Das sieht so aus, ne? Nee, nicht sein Finisher. Nicht sein Finisher. Jetzt kommt sein Finisher. Ja, abgewehrt, wichtig. Aber es war nicht sein Finisher. Das war nicht sein Finisher, aber egal. Wir versuchen nochmal zur Aufgabe zu zwingen. Denn sein Oberkörper ist richtig am Arsch. Und sein Kopf auch. Ja. Nein, ist Rope Break, Alter. Das gibt's doch nicht. Gib ihm nochmal was gegen seinen Kopf. Er weicht aus. Wir müssen aufpassen. Ist das sein Finisher? Nein, schon wieder diese komische Attacke. Nervt man nicht damit, ey. Er pinnt uns. One, nein, nicht mit Karrueche. So leicht doch nicht. Zwei Maschinen gegeneinander, muss man dazu auch sagen. Oh, Digga. Lass uns doch mal wieder hochkommen. Komm, Karrueche.
Alter, das war ein ekliger Move. Der war geil, aber. Komm. Ah, wir haben schon wieder unseren Ding, Signature. Wir haben unser Signature. Hallo, setz doch die Signature ein. Oh, das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst, dass der Signature nicht eingesetzt hat gerade. Hä, hey, ich dachte mal, da nicht auf sowas zu sein. Ich wollte gerade sagen. Was hat er jetzt vor? Das Match ist ein bisschen offener jetzt, ne? Komm, gib ihm den Big Boot, jawoll! Und jetzt pin ihn, komm! One. Rope Break. Wie kommt das denn, Alter? Einfach Rope Break. Egal. Wenn das nicht anders wissen will, komm. Gib's den Spear hinterher gegen Trenshaw. Bitte, der kontert den diesmal nicht. Jawohl, der kommt durch. Das muss das erste Fall sein. One. Two. Das kann doch nicht wahr sein. Mal im Ernst. Dann versuchen wir es noch mit einem Aufgabegriff. Er kontert den Mann. Nichts. Komm. Nochmal Finisher hinterher. Mach doch den Finisher. Hä? Digga, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Finisher, komm. Noch ein Spiel hinterher. Ich sehe jetzt schon, der kontert den bestimmt. Bitte, komm. Da musst du jetzt mal durchkommen. Ja, und jetzt aber mal. One, two, three. Meine Fresse. Direkt hinterher. Ah, nein, nicht. Jawohl, wichtig. Komm, Aufgabe. Direkt wieder zum Ding bringen. Da kenne ich nichts. Wir greifen uns ihn mal. Schieben ihn mal in die Mitte. Alter, guck mal, der ist nur noch auf Dings, orange. Wie macht er das denn? Einfach nur auf orange. Komm. Wichtig. Ein bisschen Dings wieder. Kondition. Hat man gerade gesehen über den Kopf. Gib ihn nochmal ein mit. Wichtig. Jetzt ab zum Kopf. Er kontert schon wieder. Er hat noch seinen Finisher. Wir müssen aufpassen. Das ist nicht sein Finisher, oder? Nein. Jetzt will er schon wieder hoch. Aber er darf nicht. Das ist sein Finisher. Ist da oben einfach. Auf dem obersten Seil. Haben wir ein Glück, ey. Haben wir echt Glück, muss man dazu sagen. Sein Kopf ist aber gut schon bearbeitet. Jetzt macht er schon wieder irgendeine Scheiße. Das kommt davon, wenn man nur Finisher auf dem Seil hat. Wir haben auch auf dem Seil einen Finisher. Nee. Kannst wieder runterkommen, mein Freund. Ärgerlich, ne? Kannst deine Finisher schon voll machen. Wir ruhen uns hier ein bisschen aus. Ah, das ist ein Idiot, ey. Oh, Big Boot, würde ich gerade sagen. Switching Music fast. Was denn? Ja, komm doch. Geh doch auf oben. Aber es ist auch dumm, dass die so einen Magerei machen, der nur von obersten Seil einen Finisher hat, gegen den wir kämpfen müssen. Komm. Wir haben auch unseren Finisher wieder. Ach, Digga, bleib doch direkt liegen am besten. Ist doch besser so für dich. Komm. Er steht wieder auf. Bleib doch mal liegen jetzt. Komm. Noch ein Spiel hinterher und dann war's das auch, ey. Ganz ehrlich. Wenn der nicht kommt, war's das. Komm, Karucha. Jawohl. Und das muss es gewesen sein. Aber braucht die lange. Guck mal, wie läuft die hin? One, two, three. Zweites Match gewonnen aus dem Turnier. Perfekt, Karucha. So einfach ist das, ganz ehrlich. Er war aber schon schwieriger, der Typ. Können wir ruhig überspringen, da passiert nichts. Die Frage ist, wie viel. Ach du Scheiße, jetzt ist Tavish einfach da. Guckt euch den an. Tavish, noch ein Sieg, sehr gut. Danke, aber warum trägst du denn alles Wrestling? Und lass mich raten, die Fans am Tresen wollen ein Foto mit. So könnte ich mir ein bisschen was dazu verdienen, aber nein, der Typ, gegen den du im Finale antreten solltest, hat sich in der letzten Match verletzt. Also habe ich gesagt, ich spring ein. Wir kämpfen gegen Tavish einfach. Außerdem sind manche von jetzt Kommissar mit Jimmy Herald nächsten Monat gefragt, ob ich die Zeremonie mache. Du gegen mich, British Rules, möge der bessere, voll ausgeruhte, leicht angedüllte Mann gewinnen. Er ist einfach besoffen. Er kämpft besoffen gegen uns im Ring. Ey, ohne Witz. Karucha gegen besoffene McTavish, ich glaub das nicht. Der denkt, der hat eine Chance gegen uns. Die Entrances können wir aber überspringen, ey, ganz ehrlich, alles gut. Ey, jetzt gegen den Typen Tavish, gegen unseren Trainer so gesehen, unseren Mentor, der uns jetzt wieder hochbringen will, kämpfen wir. Guckt euch den an mit seinem Badeanzug da, ey. Knieschoner hat er sogar an. Alter, aber er ist voll ausgeruht, muss man dazu sagen, ne? Er hat nichts. Er hat schon locker 10 Bier an der Bar getrunken und jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen, Mann, ey, ganz ehrlich.
Tavish einfach. Angeblich war da früher wohl in der WCW immer tätig. Alter, er macht Aufgabegriff einfach jetzt schon. Digga, da hab ich ja gar nicht gerechnet. Nicht mit Karucha, Mann. Chill doch mal, aber wir sind echt schnell im gelben Bereich und so, ne? Komm, Ellbogen. Dann halt ein paar Schläge. Kopfnuss, wie immer. Man kennt's schon. Komm, heb ihn auf. Heb ihn auf. Greifen. Und dann mal so einen Angriff machen. Aufs Bein geht der? Oder auf den Rücken? Immer auf den Rücken. Man kennt ihn. Karucha mit Elbow. Er muss einfach besoffen gegen uns antreten. Der andere hat sich wohl verletzt im letzten Match. Deswegen sind wir jetzt dran im Finale. Letzter Kampf. Letzter Kampf gegen McTavish. McTavish. Warum sage ich McTavish eigentlich? Der ist doch nur Tavish, oder? Ah, fuck, man. Doch, noch geschafft, den Konter. Guck mal, wir sind schon komplett gelb. Alles ist gelb bei Karucha. Krank. Hol ihn dir. Ah, das kann nicht wahr sein. Schmeißt uns nicht in die Ecke. Scheiße. Sofort-Erholung haben wir natürlich auch. Ach, okay. Was soll das schon wieder? Komm, komm, Karucha, komm. Lass dich nicht von ihm beeindrucken, ey. Nur weil er fitter ist. Pinnt uns. Ah, so schnell noch nicht. So schnell noch nicht, aber schon auf Orange der Kopf. Alles andere schon gelb. Guckt ihn euch an, ey. Was er macht. Nein, ich drück doch Viereck, um das abzuwehren. Er lädt schon wieder auf, ey. Oh Mann, Alter. Komm, steh auf, Karucha, bitte. Ich kann natürlich sofort Erholung machen, aber ich will. Nein, nein, nein. Zack. Komm, steh auf. Bitte, der geht durch, der Big Boot. Bitte, der Big Boot geht durch. Wichtig. Versuch mal zu pinnen, warum nicht? Komm. One, two. Ah, ist zu wenig. Er hat aber auch schon sein Signature jetzt. Aber auch sein Gesicht jetzt schon orange. Wichtig vielleicht. Ausgewichen, Karucha, ganz stark, Junge. Das ist geil, dass man diesen R1 Viereck jetzt auch ausweichen kann. Haben wir können wir ihn irgendwie. Gib ihm den Ellbogen wieder. Nein. Ich drück doch schon Viereck, Mann. Okay, kann ich auch. Kann ich auch. Viereck, Viereck, Viereck. Leichte Schläge und dann liegst du auf dem Boden. Versuchen es ja mit dem Finisher. Er steht auf. Ausgewichen wieder, Karucha, ey. Oh mein Gott. Was er mit ihm macht. Komm. Und boom. Bleib liegen, Tavish. Bleib liegen. Oh, ist nicht dein Ernst, ey. Schlag ihn. Hol ihn rein in den Ring. Komm. Hol ihn rein in den Ring. Karucha. Gegen seinen Mentor, der ihn zurückholt ins Spiel, so gesehen. Er steht schon wieder auf. Alter, Elbow ins Gesicht. War das sein Finisher? Nein. War sein Signature? One, da kommt Karucha easy raus. Guck mal, wir haben schon fast zwei Finisher wieder. Fast zwei Finisher schon wieder. Oh, bringt uns zu Boden. Er will schon wieder Aufgabe oder was ist das? Ist das Aufgabe? Nein, ne? Okay. Ja, schmerzt uns einfach nur. Er geht hoch und wieder runter. Auch geil. Was will er da mal machen eigentlich? Meine Fresse. Geht zum Liegen. Zack, jetzt gehen wir in die Ecke. Komm. Finisher. Wieder das Bier. Man kennt ihn. Von Karucha das Bier ist auch ein ekliges Ding mit dieser ganzen Körpermasse, die Karucha aufweist. One. Two. Er kommt raus. Er kommt raus. Er kommt einfach raus. Ich glaube, weil er auch Widerstand hat. Komm hoch. Big Boot, der muss durchkommen. Big Boot, nein, er weit ab. Und dann kommt er mit einem, ich weiß nicht, wie das heißt. Mit einem Angriff auf jeden Fall. Scheiße, Mann. Ah, nerv nicht, Mann, ey. Ah, dieses scheiß Widerstand-Ding immer, dass die da mal durchkommen mit. Jetzt zieht er uns in die Mitte, weil wir wahrscheinlich, will er uns pinnen. Oder auch nicht. Was hat er vor? Was hat er denn vor? Er guckt uns einfach die ganze Zeit an. Okay. Ekelhafter Move. Er will schon wieder hoch. Er hat wahrscheinlich seinen Finisher auch da oben. Er ist ja dumm gemacht von WWE, von dieser Story. Oder? Jetzt geht er rum. Jetzt wieder da hoch. Kommt wieder runter. Digga, was ist das? Karucha kann nicht mehr. Er ist völlig fertig. Er ist völlig fertig nach diesen ganzen Kämpfen. One. Two. Wir hatten noch keinen Widerstand jetzt. Was auch gefährlich ist. Jetzt lass uns doch mal wieder ran hier, ey. Komm, Karucha, komm ran.
Junge. Oh nein, ey, der Konter. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Warum ist er so stark? Warum ist er so stark? Er pinnt uns jetzt nicht wieder, oder? Er macht auf jeden Fall einen Aufgabegriff jetzt. Safe. Er macht safe. Alter! Digga, wie schnell soll ich drücken? Das ist doch nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. So schnell kann ich nicht drücken. Widerstand, Widerstand. Ey, das ist nicht normal. Nicht normal, wirklich. Wenn er uns nochmal einen Aufgabegriff macht, ne, sind wir am Arsch. Ich sag euch das. Oh mein Gott, das war sein Finisher. Das war sein Finisher. Ey, das kann nicht wahr sein, dass uns dieser Tevish besiegt am Ende. Niemals. Konka, du schau irgendwie raus. Horn. Oh, wir kommen raus. Wir kommen raus. Wir kommen raus. Ist das wichtig? Ist das wichtig? Er hat noch einen Finisher. Ich glaube das nicht. Wir müssen alles abwehren irgendwie. Abgewehrt. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Abgewehrt. Richtig. Comeback Move. Jawohl. Da kommt der Comeback Move. Da kommt der Comeback Move. Karucha mit dem Comeback. X. Gib ihn. Boom. Und jetzt steh auf. Steh auf. Oh, er weicht schon wieder in den Big Boot aus. Ich glaub das nicht, ey. Wen will er verarschen, Mann? Ey, wie oft noch? Wie oft noch? Die ganze Zeit das gleiche einfach. Karucha ist benommen. Karucha ist benommen. Ganz gefährlich jetzt. Er pendelt schon wieder. One. Two. Wir kommen raus. Wir kommen raus. Ist das wichtig? Karucha kommt raus. Ist das wichtig? Aber er hat keinen Finisher. Wir können uns in aller Ruhe ausruhen erstmal. In aller Ruhe ausruhen. Oder auch nicht. Oh, Alter, wir sind so fertig mit der Welt. Der macht sich schon wieder jetzt einen Aufgabegriff, oder? Da müssen wir uns... Das kann nicht wahr sein, Mann. Der Typ nervt so ab. Wie lange dauert dieser Kampf? Junge, 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 Junge. Kann nichts machen. Kann nichts machen. Ganze Zeit nur am Boden liegen. Totstempeln. Totstempeln, ja, komm. One. Two. Three. Alter, wir haben ihn auseinandergenommen. Er hat damit gar nicht gerechnet. Mit so einem Totstempel. Komm, gib ihm den Elbow. Und dann ab zum Finisher. Komm, Finisher. Bitte, der geht durch, dann war's das auch. Bitte, der geht durch, komm. Komm, 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 jawoll! Und one, two, three. Karucha gewinnt das Turnier in der Kneipe. Geil, Alter. Gegen Tevish. Da, alle am Bluten hier. Er hat uns richtig auf Trab gehalten, muss man sagen. Handshake natürlich mit Tevish. WCW-Legende anscheinend. Mir sagt der Name nichts. Tut mir leid, wenn es den einen oder anderen stört. Aber Karucha ist jetzt der neue Name, der fallen sollte, wenn man irgendwas mit Wrestling in Verbindung gibt. Sieger des Turniers, Karucha, ne? So einfach ist das. Weiter geht's. Das war doch mal was, ey. Ganz ehrlich, eine Menge zu verpacken. Mit Ray, Mr. Wer ist das denn? Drew McIntyre einfach. Tom. Ja, wir haben gesagt, wir machen nur die Hope-Story. Scheiß auf Drew McIntyre. Das ist Chosen. Aber Freunde, ich würde sagen, mit dem Turniersieg war es das auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mich würde freuen, wenn ihr weiter zuschauen würdet. Ich glaube, wir haben so um die 10 Zuschauer immer. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber mich freut jeder einzelne Zuschauer wirklich. Weil gerade dieses Projekt WWE macht mir mega Spaß. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da. Ich hoffe, ihr lasst auch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Macht es bitte jetzt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei WWE 2K23. Bis dahin und tschö. Tschö.